aufgemuckt. Die Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien auf Radio Klassik Stephansdom. Eine Sendung von Marion Eigel. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Ausgabe von Aufgemuckt auf Radio Klassik Stephansdom. Begrüßt Sie ganz herzlich Marion Eigel. In Zukunft wird man sich an der MUK, der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien, auch promovieren können. Dazu sind heute Rosemarie Brucher und Jonas Lachtinen im Studio. Die beiden werden das Doktoratsstudium gemeinsam leiten. Herzlich willkommen, Vizerektorin Rosemarie Brucher auf Radio Klassik Stephansdom und für uns neu in der Reihe aufgemuckt, Jonas Lachtinen. Sie sind auch relativ neu an der MUK. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also ich arbeite seit Anfang September 2023 an der MUK als Professor für Performance Art und Artistic Research, also seit ein bisschen über zwei Monaten. Und davor war ich an der Akademie der Bildenden Künste 6 Jahre lang und eben habe schon Erfahrungen in künstlerischer Forschung in unterschiedlichen Konstellationen und Institutionen in mehreren europäischen Ländern gemacht und komme aus dem Performance-Bereich einerseits, andererseits aus dem Theaterwissenschaftsbereich. Ich bin ja eben seit 2019 Vizerektorin für Forschung an der MUK und jetzt die zweite Laufzeit mit dem Rektor Dr. Meilert Bocconi und bin selbst Theaterwissenschaftlerin und Germanistin. Fangen wir ganz am Anfang an. Vor uns liegt ab dem Sommersemester 2024 ein Doktoratsstudium an der MUK und zwar ein künstlerisch-wissenschaftliches Doktoratsstudium. Und das ist etwas Besonderes. Ja, es gibt mehrere künstlerisch-wissenschaftliche Doktoratsstudien bereits in Österreich. Das erste war an der Kunst-Uni Graz, also an der KUK. Aber es gibt auch eines an der Bruckner-Universität. Es ist auch eine Privatuniversität, aber so wie die MUK finanziert über das Land. Ansonsten gibt es mehrere künstlerische Doktoratsstudien, beispielsweise an der Bildenden, aber auch an der Angewandten, an der MDW. Das heißt, die künstlerisch-wissenschaftlichen sind in der Minderheit, aber eigentlich waren die künstlerisch-wissenschaftlichen jetzt chronologisch gesehen zuerst. An wen richtet sich ein solches Doktoratsstudium? Welche Studierenden können ihren Doktor machen? Also unsere Zielgruppe ist bewusst breit. Für unsere Zulassung, für unser Doktoratsstudium müssen die Bewerberinnen entweder ein künstlerisches Studium, ein Diplom- oder Masterstudium haben. Aber wir lassen auch Personen, Bewerberinnen mit einem fachlich in Frage kommenden wissenschaftlichen Abschluss zu, wenn sie substanzielle künstlerische Erfahrung auch nachweisen können. Also es kann ein wissenschaftliches Studium sein, aber sie müssen bereits künstlerische Praxis auch nachweisen können. Also rein wissenschaftlicher Abschluss ohne künstlerische Praxis wäre nicht möglich. Können wir da versuchen, Beispiele aufzuzeigen? Auch wenn es nur Beispiele am Papier sind, weil dieses Doktoratsstudium ja erst im Sommersemester anläuft, wirklich. Aber es hat jemand Musikwissenschaft studiert? An der Hauptuni. Beispielsweise. Genau, hat Musikwissenschaft studiert, ist aber selbst auch in der künstlerischen Praxis, sagen wir mal, Komponistin. Als Komponistin tätig und eventuell im besten Fall schon sozusagen experimentell unterwegs. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel kompositorische Strategien oder auch, warum nicht, Algorithmen in Komposition, so experimentelle Kompositionszugänge, interessantes Thema sein könnten. Genau. Ein Beispiel. Es könnte aber auch sein, dass jemand Philosophie studiert hat und sich immer schon oder schon dann im Zuge des Studiums oder danach für den Bereich der künstlerischen Forschung interessiert hat. Das ist relativ häufig. Also auch die vom Österreichischen Wissenschaftsfonds, also vom FFF geförderten Projekte in der künstlerischen Forschung, die sogenannten PEG-Projekte, sind häufig Projekte, wo sowohl WissenschaftlerInnen als auch KünstlerInnen zusammenarbeiten und die WissenschaftlerInnen kommen häufig beispielsweise aus der Philosophie, aber auch aus der Kulturwissenschaft, aber beispielsweise auch aus der Physik etc. Also das ist tatsächlich nicht so eingeschränkt. Es müssten jedenfalls Leute sein, die sich für künstlerische Erkenntnisprozesse interessieren, sich in diesen Diskurs auch bereits einarbeiten und hier eben für unser Doktorat auch selbst künstlerisch praktisch tätig sind. Also das ist die Voraussetzung und dann ist es eigentlich nicht eingeschränkt. Wichtiger als die Ausbildung, aus der Sie kommen, ist nämlich auch, in welchem Bereich das Doktorat angesiedelt sein soll. Also wir haben verschiedene Bereiche festgelegt, Schwerpunkte sozusagen, in denen das Projekt angesiedelt sein kann.
Das ist einerseits Gegenwartstheater, Performance Art, zeitgenössischer Tanz, Komposition, Musiktheorie, Interpretationsforschung und Kunst- und Kulturvermittlung. Das heißt, theoretisch könnte jetzt auch jemand kommen aus der Philosophie oder der Physik, der oder die sich für den Bereich zeitgenössischer Tanz interessiert. Wir haben beispielsweise auch Kooperationsprojekte mit der Angewandten, wo PhysikerInnen, die jetzt auch an der Robotik etc. arbeiten, und TänzerInnen zusammenarbeiten, um hier auch mit KI etc. Projekte zu entwickeln. Also da ist viel vorstellbar. Aber das heißt, wichtiger noch als das Grundstudium ist tatsächlich, dass das Projekt in einem dieser Bereiche angesiedelt sein muss, damit hier dann auch eine Anknüpfung möglich ist mit den Schwerpunkten, die bereits an der MOOC sind. I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you. I wanted you. And I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. You're walking, and you don't always realize it, but you're always falling. With each step, you fall forward slightly, and then catch yourself from falling, over and over, you're falling, and then catching yourself from falling. And this is how you can be walking and falling at the same time. Die US-amerikanische Musikerin und Performance-Künstlerin Laurie Anderson, Walking and Falling aus dem Album Big Science. Ein Musikwunsch von Jonas Lachtinen. Er ist zu Gast in diesem Aufgemuckt gemeinsam mit Rosemarie Brucher. Die beiden werden das Doktoratsstudium an der MOOC leiten. Promovieren an der MOOC, unser Thema. Damit nun ein Doktoratsstudium an einer Universität angesiedelt werden kann, braucht es einen langen Atem, eine gute Vorbereitung? Ja, es war tatsächlich ein sehr langer Arbeitsprozess, denn schon in meinen ersten Gesprächen mit dem Rektor, ob ich jetzt das Vizerektorat übernehme oder nicht, war das Doktorat Thema und es war das Ziel, ein Doktorat zu entwickeln. Jetzt haben wir da nicht vom Tag Null an, aber dann doch mit einem relativ langen Anlauf. Da wir als Privatuniversität verortet sind, müssen wir ja jeden neuen Studiengang auch akkreditieren lassen über die AKU Austria. Das ist ein relativ langer Prozess. Agentur für Qualitätssicherung Österreich. Jedenfalls wird es sehr streng nach diversen Kriterien, ob genug Betreuungen da sind etc. Also man entwickelt einen Antrag, in dem das Curriculum festgelegt wird, in dem diverse Fragen geklärt sind von Betreuung über wie werden Fragen der Qualitätssicherung, Studierendenunterstützung etc. Und dieser Antrag wird dann eingereicht und in einem langen Prozess der Begutachtung und der Begehung des Hauses, wo die Gutachterinnen auch ins Haus kommen und dann und in diversen in verschiedenen Gruppen hier wirklich da aufs Zahn da fühlen, nachfühlen, ob das wirklich alles durchdacht ist. Dann bekommt man die Gutachten und dann gehen, da hat man noch die Möglichkeit zu antworten, dann geht das ins Ministerium und dann wird das dann bewilligt. Meistens mit kleineren Auflagen, also auch wir haben kleinere Auflagen bekommen, aber es ist so, dass wir bereits mit dem Doktorat beginnen können und grundsätzlich waren die Gutachten sehr gut und sehr wohlwollend und wertschätzend und es hat sich also gelohnt. Warum braucht eine Uni, eine Privatuni, ein Doktoratsstudium im Angebot?
Naja, heutzutage an jeder Universität ist Forschung eine der Kernaufgabe, auch an Kunstuniversitäten. Und wenn wir jetzt über künstlerische Forschung bzw. künstlerisch-wissenschaftliche Forschung reden, ist das in Großbritannien und in Skandinavien, in nordischen Ländern, besonders in Finnland, schon seit 30 Jahren ein Thema. Und eben es gibt Doktoratsstudien in Finnland seit Ende der 1990er Jahren. Und eben ich würde so auch vielleicht provokant formulieren, dass Universität, um einen Universitätswissensgenerierungsauftrag zu füllen, muss ein Doktorat haben. Und so ist das auch tatsächlich jetzt gesetzlich neu geregelt. Das Privathochschulgesetz, das neue, sieht vor, dass wenn Universitäten, Privatuniversitäten kein Doktorat aufweisen, sie tatsächlich auch den Universitätsstatus verlieren und zurückfallen in den Status der Hochschule. Das heißt, es war ein intrinsisches Interesse für uns, dieses Doktorat zu entwickeln. Ich sehe das auch wie der Herr Lachtinen, dass man sagt, Forschung ist eine zentrale Aufgabe an Universitäten, nicht nur für das Personal, sondern auch für Studierende. Und diese tertiären Schritt hier auch anzubieten, ist auch eine Möglichkeit für die Studierenden, sich dann noch mehr in die Forschung hineinzuentwickeln oder auch neue eben zu gewinnen. Aber es wäre auch tatsächlich eine Voraussetzung, um überhaupt Universität bleiben zu können. Längerfristig würde die MUG den Universitätsstatus ansonsten verlieren. Also es ist tatsächlich, ob jetzt Hochschule oder Universität zukünftig, entscheidet sich, wie viel Forschung an dieser Ausbildungsstätte passiert und ob ein Doktorat vorhanden ist oder nicht. Das ist wirklich die Gretchenfrage. Jemand hört uns zu, hat erfahren, dass die MUG ein Doktoratstudium anbietet. Wie geht er, wie geht sie vor? Also sie informiert sich mal zunächst auf der eben erst fertiggestellten Homepage, wo wir auch da Frequently Asked Questions versucht haben, möglichst umfassend zu beantworten. Das sagt, was wird vorausgesetzt, in welchen Bereichen kann das Doktorat angesiedelt sein, was wird auch erwartet. Also das ist grundsätzlich gut, wenn man sich hier informiert, also dass man sagt, man weiß wirklich, auf was lässt man sich ein, für was steht die MOOC, was passiert hier für Forschung und passe ich mit meinem Projekt da rein oder nicht, welche Betreuerinnen bieten wir an etc. Also dass man mal optimalerweise auch sich Doktorandinnen bewerben, die sich gut informiert haben und die wirklich auch an die MUG wollen für das, was, wofür die MUG auch steht. Und dann in einem zweiten Schritt, Bewerbungsprozess wird sehr genau vorgegeben, was brauche ich für Unterlagen, die Ausschreibungsfrist ist jetzt glaube ich der 17. Dezember. Genau. Genau, bis zum 17. Dezember muss ich das alles eingereicht haben. Das ist natürlich die wichtigste Frage und daran wird sich primär entscheiden, ist das Forschungsprojekt, das ich vorhabe. Ist das wirklich substanziell? Sind hier Fragen da, die Stick Research auch tatsächlich einbezogen? Denn wie Sie vielleicht oder wie wir das auch vielleicht beim letzten Mal schon besprochen haben, vor ein paar Jahren, ist also, was ist ein Stick Research, ist für viele noch eine schwierige Frage, sodass häufig auch Projekte an uns herangetragen werden, wo wir jetzt auch sagen, passt nicht ganz, das ist eigentlich eher ein wissenschaftliches Projekt oder das ist ja eigentlich ein rein künstlerisches Projekt. So, das heißt, das ist tatsächlich nicht so ganz leicht für viele, diesen Kern von Artistic Research zu treffen. Und dann wird es aber eben in dem Hearing oder wenn die Kandidatin da eingeladen werden, wird es hauptsächlich auch um solche Fragen gehen, dass man sagt, ist dieses Projekt wirklich durchdacht und ist es wirklich im Bereich Artistic Research zu verorten? Und wie innovativ ist es natürlich? Also die Frage, was ist Artistic Research, ist auch im Diskurs rund um Artistic Research ein heißes Thema. Auch schon, würde ich sagen, eben im angelsächsischen Raum, besonders in Großbritannien und in Skandinavien und in gewissermaßen in Benelux-Ländern auch seit 20, 30 Jahren ein Thema. Also was macht künstlerische Forschung aus? Und eine einfache Definition wäre, das ist Wissensgenerierung durch künstlerische Praxis mit den Mitteln der Kunst. Aber unser Doktorat ist ja künstlerisch-wissenschaftliches Doktorat. Also in unserem Doktorat erwarten wir sozusagen oder wir hoffen auf Bewerbungen von Personen, die interessiert sind an der Theorie und künstlerischer Praxis und in wissenschaftlicher Fragestellungen und Theorien und Diskurse und die interessiert sind auf die Frage, wie kann man die Wissensgenerierung in der Kunst und Wissensgenerierung im wissenschaftlichen Bereich, wie kann man die zusammenführen und welche Unterschiede es gibt im Allgemeinen und insbesondere in Bezug auf dieses Doktoratsprojekt. Also wir hoffen ja Bewerbungen von Personen,
die eben an beiden Bereichen interessiert sind. Also ein Unterschied, wenn man so sagen will, von sogenannten künstlerischen Doktoraten und künstlerisch-wissenschaftlichen Doktoraten, ist oft nicht einmal unbedingt in den Projekten selbst so auszumachen. Also wenn man jetzt sagt, jetzt als vielleicht eine der stärksten Universitäten im Bereich der künstlerischen Forschung ist im Moment die Universität für angewandte Kunst. Die bieten aber ein Projekt, also ein Doktorat für künstlerische Forschung an. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wenn man sich die Doktoratsprojekte so anschaut, die sind sehr substanziell, die sind auch theoriefundiert etc. Also es ist jetzt nicht unbedingt immer die Differenz im Projekt selbst auszumachen. Wo ein Unterschied ist, ist zum Beispiel, bei uns muss man eine künstlerische und eine wissenschaftliche Betreuerin haben. Man sollte auch einen Theoriediskurs einbeziehen. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Frage stelle, die ich durch künstlerische Forschung beantwortet wissen will, dann sollte ich aber schon auch mich auseinandersetzen, okay, was gibt es da für Theorien, wer hat dazu sonst schon geforscht, also so eine Bereitschaft, mich auch auf Theorie einzulassen. Und man muss dann auch am Schluss seine eigenen Erkenntnisse verschriftlichen. Das ist auch ein gewisser Unterschied. Das muss man zwar an allen Unis, aber die Frage ist meistens auch vom Umfang. Der Umfang muss jetzt nicht so wahnsinnig groß sein, aber es ist eben, dass man sagt, das muss auch verschriftlicht werden, um es dann auch zu kommunizieren, zu disseminieren, damit ich nicht sage, ich habe jetzt ein tolles künstlerisches Forschungsprojekt gemacht, aber eigentlich versickert das dann, weil sich das niemand angeschaut hat oder nur eine kleine Gruppe und ich kann eigentlich meine Erkenntnisse nicht kommunizieren. Und der Umfang im Falle der MOOC? Minimum ist 80 Seiten. Genau. All those twisted ears I hate to talk about. Don't ask me for it. All those twisted thoughts, something went so wrong, and it still can hurt. So I would just be grateful if you tried to stay another night. As my lover, I would just be grateful if you tried to understand me right. Give me cover. Von Patrick Lammer. Patrick Lammer ist ein Kollege, den ich noch von der KUK kenne, der aber auch vorübergehend eine Gastprofessur an der MOOC war. Und das ist sein erstes Album, From the Cold. Und ich finde es ausgesprochen gelungen und ihn einen sehr talentierten Kollegen und habe mir hier daher eines seiner Lieder gewünscht. Rosemarie Brucher, Vizerektorin der MOOC, und Jonas Lachtinen sind zu Gast im Studio. Unser Thema: Promovieren an der MOOC. Wenn wir uns diese 3 Jahre nun anschauen, Sie haben gesagt, es muss eine künstlerische Betreuung geben, es muss eine wissenschaftliche Betreuung geben. Wer aus dem Professorinnen-Team der MOOC kann betreuen? Wissenschaftliche Betreuerinnen können alle sein, die selbst entweder in einer wissenschaftlichen Professur sind, damit sind sie habilitationsadäquat, oder habilitiert sind und in einer administrativen Stelle, wie zum Beispiel ich, weil ich als Vizerektorin nicht in einer Professur bin.
die sind ohnehin wissenschaftlich tätig, publizieren selbst, forschen selbst, werben Drittmittel ein. Schwieriger wird die Frage, welche künstlerischen Professuren betreuen. Also das ist tatsächlich an verschiedenen Unis herausfordernd. Die AQ Austria, also die Agentur für Qualitätssicherung, ist hier sehr fordernd und sagt, okay, wir können nur solche Personen betreuen, die selbst wirklich auch sehr aktiv in der Forschung sind und diese Forschung auch nachweisen können in Form von Tagungen, Vorträgen, Publikationen, eingeworbenen Drittmitteln etc. Das heißt, von den vielen ProfessorInnen, die wir haben, künstlerische ProfessorInnen, kam nur eine kleine Gruppe auch tatsächlich in Frage, wo man sagt, die entspricht diesen Anforderungen der AQ Austria. Und es ist im Grunde auch sinnvoll, dass wenn ich sage, ich betreue ein Doktoratprojekt, dass ich dann auch selbst wirklich sehr aktiv forsche und Forschungserfahrung habe, weil sonst ist die Frage, welche Expertise bringe ich ein? Weil die haben jetzt ja keinen künstlerischen Unterricht mehr, diese Studierenden im Doktoratsprojekt, sondern es geht hier wirklich in einem eher Laborcharakter, dass sie ihre eigenen Forschungsprozesse dann noch einmal reflektieren mit den Betreuerinnen, die Betreuerinnen das begleiten und ihnen da auch Feedback geben, möglicherweise auch Adjustierungen vornehmen. Und das kann ich nur, wenn ich selbst wirklich forschungserfahren bin. Insofern ist das sind das tatsächlich, ich kann Ihnen nicht genau die Zahl sagen, aber so um die 10, 12 oder so. 10, 12, ja. Findet man auch auf der Homepage. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und, Entschuldigung, man kann auch eine der beiden Betreuerinnen, kann auch eine externe Betreuung sein. Also wenn man sagt, zu dem Thema würde jetzt jemand von einer anderen Universität sehr gut passen, kann ich die Person anfragen. Eine Betreuerin muss von der MUG sein, die andere kann extern sein. Und vielleicht soll man noch jetzt auch erwähnen, dass es keine Hauptbetreuerin gibt, sondern die beiden Betreuer, Betreuerinnen sind sozusagen gleichberechtigt. Und es kann von jeder anderen Universität sein in Österreich oder gibt es da gewisse Kooperationen? Weltweit. Also sie muss den Anforderungen der MUG entsprechen, das heißt ebenfalls in einer Professur sein oder habilitiert. Aber ansonsten kann das je nachdem, wer am besten zu dem Thema auch bereit ist, zu betreuen. Sagt die Vizerektorin der MUG, Rosemarie Brucher. Sie leitet gemeinsam mit Jonas Lachtinen das Doktoratsstudium an der MUG. Von Jonas Lachtinen kommt der nächste Musikwunsch, Eva Dahlgren. Ja, Eva Dahlgren, sie ist eine schwedische Singer-Songwriterin, ist mittlerweile auch bekannt und sie ist die erste Sängerin, die ich überhaupt kennengelernt habe. Ich komme aus Finnland, aus Helsinki, aber wahrscheinlich aus Zufall, bei Zufall bin ich so mit ihrer Musik schon mit 6 sozusagen in Berührung gekommen. Dieses Lied ist aus den 1990er Jahren, Ende 1990er Jahren. Ich finde prinzipiell, Schwedisch ist eine sehr melodische, eine sehr schöne Sprache. Ich kenne das auch selber gut, habe das in der Schule lang gelernt. Das ist irgendwas in der Stimme von Eva Dahlgren, die ich enorm mag. Editors, finds ein Bild von einem Mann wie der Tor. Han leker som en pojke nyss sju. Auf hans Rück kann man läsa die Edin. I ditt hus finns ett oinrätt rum, ett lugn. Chet Baker sjunger, it's always you. Allt är rött med en tunn bord. Jag vet din mammas färg är blå. Thank you.
alles Dinge som jag vill, men ibland får jag nyckeln av dina barn. Runt ditt hus går ett stängsel av syren, doftar mer än stänger ute det som ingen ska se. Bara jag vet. Ännu längre in. Jag fick min mun, mina ord, fick mitt hjärta, mitt röda blod, runda bröst, min mörka röst, mina ögon, min starka lust. Jag blev född till det jag är. Eva Dahlgren in diesem Aufgemuckt auf Radio Klassik Stephansdom zum Thema Promovieren an der Muck mit Rosemarie Brucher und Jonas Lachtinen. Also Nachfragen und bekommen wir eigentlich fast täglich. Fast täglich, genau. Ich glaube, die Bewerbungen selbst werden dann, wie oft bei Berufungen und so auch, dann im letzten Drittel eintrudeln oder hoffen wir. Aber sozusagen Interesse, Nachfragen, konkrete Fragen zum Bewerbungsprozess sind eigentlich laufend. Und das aus verschiedenen Disziplinen. Und auch schon länger. Ja, schon länger. Auch Absolventinnen an der MOOC oder Leute, die jetzt auch sich am Ende ihres Studiums befinden, haben auch schon oft Interesse bekundet und würden gerne hier Doktoratsstudium anschließen. Kann ich natürlich nicht garantieren, dass das dann auch klappt, der Aufnahmeprozess, aber natürlich sind sowohl Absolventinnen als auch Leute, die bisher nichts mit der MOOC zu tun haben, sehr willkommen, denn es ist zweisprachig, es ist jedenfalls auch englischsprachig, sodass sich wirklich international Leute bewerben können. Ich könnte mir vorstellen, dass in Performance-Bereich oder im Theaterbereich Fragen der Anthropozän oder Anthropozentrismus, also Menschenzentriertheit, interessant sein können. Also die Frage vom Mensch, andere Lebewesen, Ökokatastrophen zum Beispiel. Ein zweites Beispiel könnte eher in der Kompositionspraxis beheimatet sein oder in dem Feld einzuordnen sein, aber auch im Theater- oder Performance-Bereich, zum Beispiel Algorithmus in kompositorischen Arbeit. Wie kann man mit Computern oder Algorithmen Texte kreieren oder eben Musikstücke kreieren oder Soundart? Genau, und wenn man jetzt zum Beispiel so ein, zwei Projekte auch nennen will, die aktiv jetzt an der MOOC sind in dem Bereich, also ist gerade eingereicht vom Kollegen Lars Seniuk, der auch als Betreuer ist beispielsweise im Bereich Komposition und Interpretationsforschung, etwas zum Thema Mikrotonalität im Jazz, was eben aber in Praxis orientiert ist, oder von der Kollegin Exner wird ein Projekt erarbeitet zum Thema Spielweisen des Polyphonen im Gegenwartstheater. Also das sind so Titel, die man nennen könnte, wo jetzt Kolleginnen, zum Beispiel auch die Julia Burgina, die ja bei uns auch eine Professur hat, aber jetzt auch Vizerektorin für Lehre ist an der Bruckner, macht viel was zur Klangforschung und Thema Komposition und auch neue Arten von Notationstechniken in der neuen Musik, aber eben aus der künstlerischen Forschung heraus. Es wird viel gemacht zum Thema Interpretation und Performer-Composer-Relations in der künstlerischen Forschung. Im Tanz haben wir jetzt auch ein Projekt, eben habe ich schon gesagt, in Kooperation mit der Angewandten, wo es zum Thema auch künstliche Intelligenz, Tanz, Robotik geht, also es gibt einfach sehr viele Bereiche. Wir hatten Einreichungen zum Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit und Kunst. Also sind die Themen breit gesteckt. Man kann auch auf der Homepage sehen, jetzt zu diesen genannten Forschungsbereichen werden auch diverse Projekte aufgezählt, die bereits jetzt von den ProfessorInnen erforscht werden, damit man sieht, okay, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann. Wir bereiten im Rahmen des Doktoratsstudiums die Doktorandinnen auch für die Zeit nach dem Doktorat vor. Wir versuchen, dass sie in internationalen Forschungskontexten Fuß fassen und auch sozusagen lernen, wie sie in internationalen Artistic Research Kontexte Fuß fassen und eigenes Profil stärken und kreieren können. Aber wir haben auch Angebote, und es gehört auch zum Curriculum, Drittmittelbewerbungen. Ja, genau, weil man muss tatsächlich sagen, zukünftig wird es immer wichtiger bei Professuren an Kunstuniversitäten, dass die Personen auch Erfahrung haben mit Artistic Research. Ist auch bei uns zunehmend eine
eine Voraussetzung, dass man überhaupt eine Professur bekommt. Und ich denke, das ist etwas, was immer stärker werden wird. Und insofern, auch wenn jetzt Leute schon zum Beispiel für sich ins Auge fassen, das Berufsbild Universitätsprofessorin, dann ist das sicher auch eine Top-Ausbildung dafür. Aufgemuckt. Die Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien auf Radio Klassik Stephansdom. Eine Sendung von Marion Eigel. Promovieren an der MUK über das Doktoratsstudium an der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien sprachen Rosemarie Brucher und Jonas Lachtinen. Danke fürs Zuhören, sagt Marion Eigel.